Hey Leute, hier ist eure Sky Dorissa zu einem neuen Part von Gravity Rush Remastered. Im letzten Part sind wir in Hexaville wieder angekommen, wir sind wieder zurückgekehrt, haben dann allerdings erfahren, dass wir ein ganzes Jahr weg waren. Wir haben einen Menschen, der eher wie eine lebende Maschine agiert und Hexaville ist nur noch der Schatten seiner selbst. Regiert von Bürgermeister Dinelica, die Polizei ist jetzt Teil der Armee und die Armee ist deutlich stärker geworden. Alleine wie man das an der neuen Kämpferin für die Armee sieht, die sogenannte Junica oder Juniper oder wie auch immer sie heißt, die mehr Mensch als Waffe ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt diesen und vielleicht auch noch die nächsten Parts ein bisschen im neuen Hexaville um. Und gucken mal, was sich hier so alles verändert hat. Und was so draus werden kann. Gehen wir mal hierher. Und vor allen Dingen durch diese neuen Kräfte, die wir dank Cyanea haben, möchte ich halt auch so ein bisschen nach den ganzen Juwelen gucken, die hier jetzt noch sein könnten. So, fangen wir aber erstmal an mit der alten Dame. Oh, ich erinnere mich an dich. Du bist dieses Mädchen, das, du weißt schon, diese Sache gemacht hat, stimmt's? Sie erinnert sich an gar nichts. Fällt Ihnen was zu das Mädchen, das die Schwerkraft verändern kann, ein? Natürlich, das war es. Entschuldige, es ist schon so lange her, bei der jetzigen Situation ist es manchmal besser, Sachen zu vergessen, verstehst du? Wo wir gerade von der jetzigen Situation sprechen, ist in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches passiert? Ist zum Beispiel ein fliegender Tempel am Himmel aufgetaucht? Hm, wovon redest du? Wenn so etwas auftauchen würde, würde es die Armee abschießen. Mein Enkel ist übrigens in der Armee. Ich bin froh, dass er seine Berufung gefunden hat, aber er hat nie Zeit, seine arme alte Oma zu besuchen. Und dann mein Sohn, er arbeitet morgens, mittags und nachts in dieser Militärfabrik und baut Waffen. Und ich habe den ganzen Tag seine jämmerliche Frau am Hals. Ist das zu glauben? Oh je, das kann länger dauern. Oh, das klingt furchtbar. Ich muss jetzt los. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendwelche riesigen Tempel am Himmel sehen. Ja? Wiedersehen. Oh je, das klingt wirklich noch schlimmer als erwartet. Also wirklich noch viel schlimmer als erwartet. Das klingt gar nicht gut. Na gut, machen wir uns auf zum nächsten Gespräch. Es ist am anderen Ende von... verdammt. Von Old Noir. Hier unten irgendwas? Ganz viele Juwelen. Kann es sein, dass die alle an den alten Plätzen der Juwelen auftauchen? Dass sie einfach nur noch ein zweites Mal da sind? Naja, aber ich will mich nicht beschweren. Je mehr Juwelen ich finde, desto besser. Na gut, bewegen wir uns mal ein bisschen aufwärts. Gut. Aber wie leer die Straßen auch teilweise sind. Hm, dieser Denedika ist mir echt nicht geheuer, der jetzt Bürgermeister von Hexaville ist. Die Polizei jetzt auch Teil vom Militär ist und solche Sachen. Das ist nicht ganz geheuer. Und auch, dass behauptet wird, dass Cat diejenige sei, die die Navy auf die Stadt hetzen würde. Das will mir echt nicht gefallen. Na gut, ich benutze mal ein bisschen Gravitationsleiten. Und vor allen Dingen, die schöne Stadt, es ist so eine schöne Musik gewesen in der Stadt. Und jetzt, klingt es so. Es ist doof. Oh, da oben ist was. Gut. Oh, da vorne ist noch was. Da
auch noch. Man sieht die Juwelen echt aus der Ferne sehr gut. Hier drumherum sind sie auch. Dann fliegen wir jetzt nächstes dahin. Da war ja unser Gespräch. Da in der Nähe ist dann auch ein Gully, dass man hier wieder raus kann. Würde dann sagen, danach breche ich dann nach Bleujeun auf. Und ach, man kann tatsächlich direkt zu Pandoras Schicksal gehen. Der verlorene Schifter ist zurück. Ich habe dich erwartet. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Kannst du deine Kräfte einsetzen, um mir helfen, Raven, Sasa und Cyanea zu finden? Dein Wunsch ist mir Befehl. Mal sehen. Oh! Was siehst du? Irgendetwas wird störend. Ich kann nur Bruchstücke sehen. Sie sind in der Nähe und doch fern. Es tut mir leid. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Ich verstehe, aber das heißt wohl doch zumindest, dass sie da draußen sind, oder? Ich muss wohl einfach nur Geduld haben und daran glauben, dass sie irgendwann zurückkommen. Das ist zumindest schon mal ein guter Hinweis, dass sie leben. Das ist viel wert. Das heißt, Nushi hat sie nicht bekommen. Und die arbeiten daran, sich auch nach Hexeville wieder zurückzubringen. So, dann sammeln wir hier jetzt nochmal die Juwelen ein. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns langsam einer kleinen Klimax nähern. Gerade auch, wenn Cat vielleicht irgendwann an diesen Denelika gerät. Man weiß ja nie. Na gut, ich würde dann sagen, nehmen wir die Abkürzung durch die Abwasserkanäle nach Pleujeun als nächstes. Ich hoffe nur, dass wir von Pleujeun aus ein bisschen bessere Musik haben. Nee, leider nicht. Schade. Aber boah, hier sind ja viele, viele Juwelen wieder. So, hier ist wohl noch so ein bisschen. Ansonsten sollte ich aber gucken, ob es hier ein Gespräch gibt. Ja, eines gibt es, der Preis der Sicherheit. Boah, Pleujeun ist echt voll mit Juwelen. Das erinnert mich echt an dieses erste Mal, als man in die ganzen Stadtteile reingekommen ist. Und überall aus den ganzen Ansagen dröhnt dann noch Denelika. Die Musik ist echt bedrohlich. So, yay, wir sind wieder über 1000 Juwelen. Oh, da hinten sind ja noch richtig viele. Wow.
Wow, alles 50er Juwelen. Meine Güte. Hier hinten ist jetzt auch noch ein Stück von Blizzard. Ich weiß, ich entferne mich total weit vom Ziel, aber naja, wir können die Juwelen gebrauchen. Ich bin mal gespannt, wie viele es dann in Vendre Centre gibt, ey. Puh. Ich find's aber toll, dass man so im Laufe der Zeit dann nochmal extra was freischaltet und dann noch mehr Upgrades machen kann. Gerade auch bei der Masse an Juwelen, die wirklich verlangt wird, um die Upgrades zu bekommen, ist das eigentlich nur fair gestaltet, aber das finde ich sehr gut vom Spiel. Aber vielleicht hätte man etwas größere Juwelenklassen mit einbauen sollen, sowas wie 100 Juwelen und sowas. Aber wir sind ja noch nicht am Ende vom Spiel, also es kann ja immer noch kommen. Ich vermute, dass es so gegen Ende zugeht. Ich habe das so im Gefühl. So, da unten? So, wo ist das nächste? Da sind noch 50 Juwelen. Vielleicht sollte ich das alles mal offscreen machen. Also mich wirklich nochmal in jeder kleinen Ecke von Plejeune und so weiter umsehen. Da nochmal nach den ganzen Juwelen schauen. Oh, da unten ist noch was. Wie mich einfach mal ein einzelnes Juwel dazu bringt. Ein einzelnes? Oh, das sind ja noch mehr. Ah, das ist das Problem. Meckern auf hohem Niveau, das ist das Problem dieses Spiels. Du findest einfach so viel, dass du immer wieder vom Ziel abdriftest. Weil das macht das Spiel eigentlich sogar so gut. Treibt man ein bisschen in die Richtung, genau. Und dann sieht man hier hinten noch ein paar Juwelen. So. Ich lasse mich mal kurz fallen. Oh, da hinten ist ja auch noch was. Ist das ein normales Juwel? Das sieht danach aus. Weil es halt nur 10 sind und nicht 50. Gehen wir von hier aus mal weiter. Aber jetzt endlich auch mal Richtung Gespräch. Gut, und ach, wer ist denn das? Ich bin froh, dass die Navy weg sind, aber jetzt komme ich mir wie ein Zuschauer bei einer nie enden wollenden Militärparade vor.
Ich höre praktisch jeden Tag Schüsse. Ja, die Stadt ist kaum noch wiederzuerkennen. Und wir werden anscheinend beobachtet. Ich habe gesehen, dass Leute weggebracht wurden, die sich beschweren wollten. Vielleicht waren wir mit den Navy besser dran. Oh, das nimmt jetzt ganz andere Züge an. Ich wollte es nicht andeuten, aber ich habe mir sowas gedacht. Dieser Denelika ist mir echt nicht geheuer. Das nimmt hier ja schon diktatorische Züge an. Ich habe es ausgesprochen. Ja, es nimmt für mich schon diktatorische Züge an. Aber gut, ich würde sagen, wir schauen auch mal, wie die Lage in Destria aussieht. Wow, Destria ist wirklich wie leer gefegt. Wow. Ich warte eh nur noch auf den Punkt, wo irgendwelche Militärsoldaten dann noch anfangen, direkt gegen Cat vorzugehen. Was würde passieren, wenn ich einen angreife? Oh, buhu, die pfeifen und dann machen sie nichts. Zum Glück. Aber so gut wie alles und jeder in Destria ist auch vom Militär kontrolliert. Es kommt ja schon fast auf jede Person fast eine Wache. Das ist krank. Und ach, da ist ein Gespräch. Stimmt, nach denen wollte ich ja eh suchen. Ah, verdammt. Okay. Nach oben. Oben. Genau. Und jetzt landen. Ja, tatsächlich, das ist das einzige Gespräch, was wir in Industrie haben. Reden wir mal mit dir. Die Armee hat den Gravitationsgenerator mitgenommen, bevor wir die Arbeit daran überhaupt beenden konnten. Gravitationsgenerator? Das große runde Ding, das oben auf dem Turm war? Und jetzt müssen wir Waffen bauen. Ist das zu glauben? Der Generaldirektor der Firma wurde entfernt, weil er widersprochen hat. Wir haben keine Wahl. Wir müssen den Mund halten und tun, was sie sagen. Das klingt überhaupt nicht gut. Oh, buhu. Die haben gepfiffen. Und ja, ich weiß, ich sollte nicht so böse dem Militär gegenüber sein, aber ich weiß auch nicht. Da ich irgendwie diesen Denelika jetzt schon nicht leiden kann, fange ich auch irgendwie an, das Militär nicht zu mögen. Auch wenn Sid im Militär ist. Und ich Sid eigentlich leiden kann. Er ist da so eine richtige Schrulle und doof. So ein bisschen. Aber er geht zumindest noch. Er ist eigentlich ein netter Kerl. Es ist fast schon traurig, dass er in der Armee ist. So, da. Ah, da ist noch was. Oh, das waren 10er-Juwelen. Okay. Will gar nicht wissen. Ah, da ist noch ein 50er. Und da sind noch mehr 10er. Wäre ja auch langweilig, wenn überall nur 50 Juwelen wären. Obwohl die mittlerweile die Mehrheit bilden. So, da habe ich noch welche gesehen. Da noch irgendwas? Ja, ich glaube da in der Rauchwolke.
würde ich sagen, suchen wir uns mal einen Zeitsprung-Gulli. Da haben wir auch schon einen. Dann gehen wir von hier aus mal nach Vendre Centre. Wie wir einfach nur durch die Städte rennen und mit den Leuten reden und die ganze Zeit nur Juwelen sammeln. Ah, hier haben wir auch schon das erste. Oh, einer vom Militär. Lang lebe den Elika. Mit ihm als Anführer haben wir nichts zu befürchten. Ah, dieser Typ ist ziemlich vehement. Ich halte mich besser zurück. Gelobt sei unser geliebter Anführer. Gelobt sei die starke Armee. Bla bla bla. Der ist ein bisschen... Ja. Er ist ein bisschen doof in der Birne, kann das sein? Ein bisschen sehr versessen vom neuen Bürgermeister. Ein bisschen extrem besessen vom neuen Bürgermeister. Na gut. Noch ein bisschen die Gravitationsleiste auffüllen. Da hinten haben wir noch Juwelen. Es kann sogar sein, dass das sogar Juwelen sind, wo ich in Vendre Centre nicht dazu gekommen bin, die einzusammeln. Also bei Plejeun und so weiter, da bin ich mir ja ziemlich sicher, dass ich da alles abgegrast habe, aber... war gerade in Vendre Centre, wo ich nicht so oft war und so lange war, da bin ich mir doch recht sicher, dass da viele der Juwelen neu sind. So, haben wir denn hier noch ein weiteres Gespräch? Liebe ist vergänglich. Und dann bitter enttäuscht. Okay, fangen wir am besten an mit Liebe ist vergänglich. Oder ist das der komische, den wir gerade gesprochen haben? Ich hoffe nicht. Weil das Gespräch Liebe ist vergänglich zu nennen, böse. Sehr böse. So, und... da bist du ja, ich hab's geschafft, ich hab den Brief gefunden. Wie bitte? Kenn ich dich? Was für ein Brief? Der Brief, den ich für dich suchen sollte? Ich hab ihn gefunden, hier, er ist von deinem Freund. Meine Geliebte, ich werde dich bald verlassen. Doch auch wenn der Tod uns trennen sollte, wird unsere Liebe für immer weiterleben. Für immer dein... ach, der Typ. Es ist ganz schön schwer, sich an die Sachen zu erinnern. Es ist schon ein Jahr her und... hör mal, Süße, kannst du dich für mich wegwerfen? Alter! Nicht ihr Ernst. Das heißt also, ich muss mich gerade ganz stark zusammenreißen, dieses nicht durch die Leitung in das Spiel zu gehen und diesem Mädchen mal so richtig eins in die Fresse zu geben. Ja, also das regt mich auf. Sowas ist wichtig, das ist Teil eines Lebens, sowas wirft man nicht weg. Och, nee. Was? Aber er hat doch sogar noch nach seinem Tod nach diesem Brief gesucht. Und du hast mich um die halbe Welt geschickt, um ihn zu finden. Ja, er war auch ganz nett, aber ich bin jetzt mit jemand anderem zusammen. Und er ist eine echt gute Partie. Er wird es in den Nelikas Partei noch weit bringen. Und was vorbei ist, ist vorbei, oder? Tschüss. Ja, können sich Leute in nur einem Jahr so verändern? Die Stadt sieht auch völlig anders aus. Was ist hier passiert? Das frage ich mich auch. Und vor allen Dingen, diesen ganzen Mist, mit dem wir unten gelandet sind. Alles ist die Schuld von dieser Tussi. Und ich möchte die gerade echt verprügeln. Ich habe echt so ein Bedürfnis, sie eine reinzuhauen. Entschuldigung, wenn ich hier so ein bisschen ausraste, aber sowas ist echt mies. Verdammt mies. Wirklich viel arschlochhafter geht's gar nicht mehr.
Aber gut, auf zum nächsten Gespräch. Wer bist du? Ich dachte, die Dinge würden sich ändern, aber jetzt bin ich arbeitslos. Ich wurde betrogen. Betrogen von wem? Vom neuen Bürgermeister, Denilika. Ich dachte, er sei ein besserer als dieser Idiot Boltsey. Ich dachte wirklich, dass er was drauf hat, aber er hat sich nur aufs Militär konzentriert und jetzt geht die Stadt den Bach runter. Ich weiß, was du meinst. Ich fand es hier richtig schön. Sag mal, ist Raven in letzter Zeit eigentlich mal gesehen worden? Raven? Nein. Jetzt, wo du es sagst, sie ist ungefähr zur gleichen Zeit verschwunden wie du. Oh, ich verstehe. Sie ist wohl noch nicht zurück. Ja, wir haben es irgendwie geschafft, die Arche zu überholen. Sehe ich das richtig? Aber wo sind Raven und die anderen dann? Die können sich doch nicht einfach so in Luft auflösen. Ich sammle jetzt erstmal noch kurz die Juwelen und dann würde ich sagen, mache ich mich langsam wieder auf. Ich glaube, Cat braucht jetzt nochmal ein entspannendes Bad oder eine heiße Dusche, um sich von dem ganzen Müll zu erholen. Ich könnte es ihr nicht verübeln. Eine schöne Hexe will. Es war hier mal alles so friedlich und schön. Und jetzt das. Aber hier gibt es extrem viele Juwelen. Meine Güte. Ich sollte mich vielleicht echt mal offscreen hinsetzen und das alles einsammeln. Dann hierher. Gut. Wow. Verdammt. Cat, was springst du hier einfach runter? So, mal sehen, ob wir hier noch irgendwas in der Nähe haben. Oh ja, hier. Hier sind ja noch extrem viele Juwelen. Wow, 60. Das ist viel. So, hier habe ich noch einiges gesehen gehabt. Ich muss mich mal echt offscreen hinsetzen und hier die ganzen Juwelen sammeln. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Aber es ist halt so lustig, das alles mal wirklich auch onscreen in einem Part zu zeigen. Ich meine, ich habe es bislang im Let's Play immer gemacht. Warum soll ich jetzt damit aufhören? Aber ich möchte eigentlich auch das Ganze offscreen machen. Na gut, hier noch. Vor allen Dingen, immer wenn ich denke, ich finde keine mehr, finde ich wieder welche. Das ist krank. Oh mein Gott. Hier ist ja so ein richtiges kleines Lager. Da vorne auch noch. Boah. Wenn es so weitergeht, dann komme ich bald auf 7.000, 8.000 oder sowas. Na okay, nein. Vielleicht nicht. Vielleicht 5. Aber das ist auch schon eine ganze Menge. Gut. Hier sind allein noch mal 200.
Na? Ich sehe mich jetzt um, aber wenn ich jetzt spontan keine Juwelen mehr finde, dann gehe ich wieder in mein Haus. Vendre Centre hat auch extrem viele Dächer. Da sehe ich noch mal 30. 40 sogar. Boah, jetzt habe ich schon wieder so viele gefunden. Böse. Als würden die Juwelen von alleine plötzlich auftauchen, sogar schon fast. Wow. Da sind noch welche. So, ich denke aber, wenn ich die jetzt eingesammelt habe und nicht spontan noch irgendwie 50er oder so finde, dann gehe ich auch zum Speicherpunkt. Weil langsam muss ich auch mal den Part beenden. Der ist ja schon ein bisschen länger wieder. Wo ist der nächste? Oh, hier ist noch ein Gespräch. Okay, dann müssen wir das nochmal schnell machen. Das ist ja sowieso ganz in der Nähe vom Gully. Und, ach, wen haben wir denn da? Cat, bist du das? Wir waren ganz krank vor Sorge. Es ist ewig her. Hey, Newt. Cat, ich bin so froh, dich zu sehen. Wir dachten, es wäre etwas Schlimmes passiert. Oh, Echo. Newt, Echo, tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Eigentlich wollt ihr euch was fragen. Hat einer von euch etwas gesehen, das wie ein riesiger fliegender Tempel aussieht? Oder so etwas gehört? Ein riesiger fliegender Tempel? Nein, ich habe nichts davon gehört. Was ist mit dir, Echo? Nein, tut mir leid, davon weiß ich nichts. Oh, hey, wo wollt ihr beiden hin? Oh, wir sind auf dem Weg zu einem militärischen Training. Ach, seid ihr in die Armee eingetreten? Nein, das gehört zum neuen Lehrplan der Schule. Alle Schüler müssen dahin, auch wenn sie nicht wollen. Und wir wollen nicht. Psst, du willst doch nicht, dass die Lehrer das hören. Du würdest von der Schule fliegen. Oh Mann, Hexeville hat sich wirklich verändert. Sogar die Schulen sind anders. Sogar die Kinder müssen zwanghaft am... Wieso erinnert mich das an was anderes? Und ich spreche es nicht aus, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach nur... Nein! Es ist krank. Schöne Hexe will. Ich muss mich setzen und Cat muss eine Runde schlafen, würde ich sagen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute, wo wir dann wahrscheinlich mit der einen Nebenquest anfangen werden. Bis dann, Leute. Bye, bye.